Und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ist es super exciting und zwar wir haben schon einen neuen Hintergrund, super super hübsch. Ich hatte jetzt so lange den Winterhintergrund und ich habe mir gedacht, ich muss ihn jetzt endlich ändern und habe jetzt die Zeit genommen und habe da auch ein paar Rot und Rosa Elemente. Es ist zwar sehr Valentine's Day und Valentine's Day ist schon längst vorbei, aber das ist uns egal, Leute. Wir haben trotzdem, ich wollte trotzdem einen rosa-roten, weil ich eben da den Temo-Bär habe und da habe ich auch meine Temo-Lampe da hinten hingestellt und ich finde es so im Video, also so als Video-Hintergrund finde ich es echt süß. Ich habe das dann mit diesen Rosen dann auch, also ich finde, das ist ein richtig süßer Hintergrund geworden. Könnt ihr mir gerne wissen lassen, ob ihr das auch so seht. Aber heute, meine Lieben, was soll es anderes geben? Ich glaube, mein Kanal ist mittlerweile ein Temo-Kanal. Ich liebe es, Temo-Videos zu machen. Es macht so viel Spaß. Euch gefällt es auch. Das macht natürlich dann mega viel Spaß, sie zu drehen. Und ihr werdet mich nicht mehr los, was Temo angeht. Temo ist gleich mit Linnea Jonasson. Ihr werdet es jetzt immer sehen. So ist das jetzt. Und im heutigen Video haben wir Temo-Schmuck. Dieses Mal ist es ein bisschen mehr classy, würde ich sagen, wie letztes Mal. Letztes Mal fand ich aber auch super, super lustig und hat super viel Spaß gemacht. Auch wenn ein paar Flops für mich da persönlich dabei waren, fand ich es im Großen und Ganzen super lustig und toll und hat Spaß gemacht. Das heißt, das werde ich euch natürlich verlinken. Guckt dort vorbei. Aber ich würde sagen, ich habe ganz viele Schätze hier vor mir liegen. Und beginnen wir mal. Ich habe ganz viele Ohrringe gekauft. Das sind jetzt die ersten Ohrringe, die ich habe. Ich zeige es euch einmal. Ich finde die super cute. Die sehen richtig elegant aus. Richtig schön. Also ich muss sagen, die sind wirklich schön. Ich zeige es euch jetzt nochmal so von nah. Die sind richtig schön. Ich finde auch die Größe so super. Weil bei dieser Größe kann man immer nicht erkennen, ob es jetzt fake oder ob es echt ist. Das finde ich immer ist das Gute daran. Also ich finde, ups, jetzt versuche ich die ja noch dran. Ich finde die voll schön. Super schön. Die sind schon mal ein Hit. Die finde ich super. Super duper. Die finde ich ganz toll. Ich habe ganz viele Ohrringe in mich gekauft. Die habe ich nämlich auch gekauft. Das ist so ein Stein mit Gold. Ich habe ganz viel Schmuck wieder mal gekauft, weil ich liebe Temo. Temo macht so viel Spaß. Ich finde es einfach toll. So, jetzt muss ich hier gucken, dass man nicht im BH so viel sieht. Sieht nicht so schön aus, jetzt wo ich das wunderschöne Kleid habe. Jetzt packe ich die hier raus. Die sind wirklich schön. Also ich muss sagen, guckt's mal. Die sind wirklich schön. Wunderschön. Wow. Die sind, oh wow, die finde ich toll. Richtig toll. Wunderschön. Das sind wunderschöne Ohrringe. Sehr, sehr, sehr schön. Wunderschön. So ein schönes, nicht zu viel, auch nicht zu wenig. Sie fallen auf, aber sie sind jetzt nicht... Die finde ich wunderschön. Und die haben auch ein schönes Gewicht. Auch die sind, ist jetzt nicht super schwer, aber doch ein Gewicht haben sie. Und finde ich sehr, sehr cute. Dann habe ich hier auch noch... Die sind auch wunderschön. Seht ihr das? Und da ganz ehrlich, da kann mir niemand erzählen, dass er jetzt auf die Schnelle mir sagen kann, ob das jetzt 10.000 oder keine Ahnung, wie viel das kosten würde, 10.000 Euro Ohrringe sind. Oder ob das, ich weiß jetzt nicht, wie viel sie gekostet haben, aber sagen wir 2 oder 1 Euro Ohrringe. Die sind so schön. Die sind wirklich schön. Die sind wunderschön. Die sind, oh, die sind so schön. Also ich muss sagen, dieser... Also ich meine, die meisten Sachen sind ja ein Erfolg. Okay, jetzt kriege ich das ja nicht runter, aber man braucht manchmal 2 Hände im Leben. Eine Hand ist manchmal zu wenig, aber ich finde die so schön. Ich habe nämlich, die liegen jetzt auch vor mir, die zeige ich euch dann auch gleich. Und zwar habe ich noch mehr von einem Design gekauft, was ich im letzten Video gekauft habe. Aber sind die nicht wunderschön? Wunderschön elegant. Simple, basic, elegant. Super, super schön, super schön. Und zwar jetzt komme ich zu denen, die ich in 3 verschiedenen Motiven, und zwar habe ich mir noch einmal schwarz gekauft, weil ich, das sind diese mit diesen Steinen, okay, da seht ihr gar nichts mit dem Strich, und diese mit den Steinen, habe sie auch in weiß gekauft. So, seht ihr was? So, in weiß habe ich sie auch gekauft und dann habe ich sie auch noch in rosa gekauft. Die packe ich euch natürlich aus. Die schwarz werde ich jetzt nicht anprobieren, weil die habe ich im letzten Haul schon anprobiert. Aber wir werden natürlich weiß und rosa. Ich finde das, ich habe die auch schon getragen. Die schwarzen habe ich schon getragen. Die blauen habe ich noch nicht getragen, die ich im letzten Haul hatte. Aber die schwarzen habe ich schon, ich glaube, ich habe sie schon 2-mal oben gehabt. Und ich finde die so schön.
Also ich muss sagen, ich habe nur oft das Problem, dass ich brauche immer so einen, diese Plastikdinger, die man da hinten bei den Ohren hat. Bei mir fallen manchmal sehr leicht die Ohrringe raus. Ich weiß nicht warum, ich habe relativ kleine Ohren. Ob es daran liegt, ich habe keine Ahnung. Aber ich werde jetzt die jetzt schnell reingeben und dann sehen wir uns gleich wieder. So seht ihr sie. Die sind so schön. Die sind zwar super cheap, die sind super cheap. Also das wiegt nichts. Es ist auch ein Plastikstein, es ist kein echter Stein oder sowas. Aber ich finde, ich mag die Uhr gern. Ich finde die Uhr cool. Ich weiß nicht, das ist... Ich finde die sehr cool. Ich mag die wirklich sehr, sehr gern. Und die sind natürlich ein voller Erfolg. Dann habe ich auch... Das war ein Set. Das weiß ich noch. Das war ein Set. Gucke ich mal, ob ich die zweiten finde. Schaut jetzt gerade eher... Ah, doch. Und zwar, das war auch ein Set. Und ich finde, also in der Tüte sehen die schon sehr, sehr hochwertig aus. Ich werde die jetzt auch rausverpacken und euch zeigen. Aber ich meine, genau das war das, was ich beim letzten Temu-Haul gemeint habe. Wenn die eben so, wenn das so kleiner Schmuck ist, da erkennst du oft nicht, ob das jetzt teuer oder günstig ist. Das ist dann oft wirklich schwierig zu erkennen und das ist hier genauso der Fall. Das war ein Set, also die waren die silbernen und die goldenen, konnte man eben im Set kaufen. Die werde ich jetzt schnell reingeben. Die sind auch sehr, sehr classy, classy Pieces, finde ich. Die kannst du in die Arbeit tragen. Das sind einfach classy Pieces, finde ich. Also die sind jetzt nicht irgendwie, also irgendwie, ja, die sind super. Perfekt, genau das, was ich wollte. Dann habe ich hier ein paar Ringe. Das ist so ein Ringset, so ein grünes. Das passt so ein bisschen mehr zu dem letzten Schmuckhaul, den ich gemacht habe. Ich bin gespannt, weil es gibt in dem Sinn, also zumindest bei diesen Sets, gibt es jetzt keine Ringgrößen. Also bin ich gespannt. Okay, die sind eh relativ klein geschnitten, kann ich euch sagen. Okay, der ist jetzt riesig, den müsste ich auf den Daumen haben. Ich werde das jetzt alles auf einer Hand drauf platzieren. Guck mal, wie gut das funktioniert. Und dann bin ich gleich wieder da. Okay, meine Lieben. So würde ich es persönlich jetzt vielleicht nicht tragen. Aber das ist sozusagen das Ringset. Das sind zwei, die ich da habe. Sie sind groß. Sie sind eher groß für mich. Also... Der Ringfinger, das ist kein Ringfingerring. Also ich könnte jetzt keiner dieser Ringe am Ringfinger oder kleinen Finger tragen. Also das wäre für mich jetzt unmöglich. Also für mich geht Daumen gehen sehr viele. Der Mittelfinger und der Ringfinger. Also das sind jetzt die für mich persönlich gehen. Ich finde es jetzt persönlich nicht so schlecht. Finde die grünen Steine, weiß ich nicht, ob ich die jetzt so gern mag. Aber persönlich finde ich es jetzt nicht so schlecht, weil... wenn es nur so goldene Ringe sind. Also ich mag das nämlich, manchmal mag ich es nämlich auch wirklich viele Ringe zu tragen. Ich finde, das ist so, es erinnert mich immer an Phoebe von Friends. Die hat immer ganz viele Ringe und ich finde es halt so ein bisschen, ich fühle mich immer edgy, wenn ich ganz viele Ringe oben habe. Da fühle ich mich immer ein bisschen cool und denke, ha. Ich weiß nicht, warum das so ist. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier keinen Lippenstift rum habe. Nein, sieht gut aus. Und zwar, aber die finde ich grundsätzlich cool. Gefallen mir jetzt alle nicht, vielleicht super duper, aber grundsätzlich finde ich das eigentlich kein schlechtes Set, muss ich sagen. So, meine Lieben, dann habe ich auch Armbänder gekauft. Hier haben wir so goldene. Das sind so, glaube ich, so Ringe, die ich gekauft habe. Das heißt nicht so, also es sind so Ringe, glaube ich, die so, also Armreifen eher mehr, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das sind alles Armreifen, weil mir der letzte Armreif, oh, der ist auch schön, der letzte Armreif, der bei dem einen Set dabei war beim Temu, den habe ich auch schon benutzt, schon zwei oder dreimal. Also ja, ich benutze die Sachen definitiv. Ja, also ich fand, okay, das könnte man jetzt, müsste man jetzt aufmachen, gucken wir mal. Okay, ich habe es jetzt auf zwei, aber die finde ich richtig cool. Also diese Ringe, ich stehe jetzt kurz mal auf, meine Lieben, aber ich finde diese Ringe, also Armreifen, finde ich richtig, richtig schön. Die gefallen mir sehr gut, muss ich sagen. Die finde ich, und ich finde sie persönlich sehr, sehr praktisch. Also, ja, ich mag sie einfach, weil sie praktisch sind. Ich muss nicht, ich mag halt oft nicht, wenn ich da so eben da den Verschluss, ich finde es immer so mühsam, manchmal deshalb so Armreifen. Ich mag nämlich schon was wirklich auch auf den Armen und so. Aber ich bin halt, ich bin manchmal ein fauler Hund, ich gebe es zu. Da bin ich dann einfach so, dass ich mir denke, na, ist mir zu viel Arbeit, dann lasse ich's. So, dann haben wir hier noch, machen wir zwei Ohrringe nebeneinander, die ich sehr, sehr, die sind beide wunderschön, gefallen mir auch super gut. Da haben wir die hier, die sind doch wunderschön. Wunderschön, sehen sehr stilvoll aus. Also ich muss sagen,
Richtig schön, richtig schön. Auch hier würde ich nicht erkennen. Also ich bin jetzt ja natürlich auch kein Spezialist und ein Spezialist wird es natürlich erkennen, aber wie viele Spezialisten gibt es da draußen? Und I don't care. Ich bin stolz drauf, die Temo-Sachen zu tragen. Ich finde die toll. Ich finde die ganz toll. Und auch die sind doch wunderschön. Und das war genau das, was ich gemeint habe. Billig, es kann billig sein. Es ist nur oft billig, wenn es groß wird, die Elemente. Dann kann es oft nicht so schön ausschauen. Aber ich tue dir jetzt mal kurz beide auf meine Ohrläppchen. So, da könnt ihr sehen. Wunderschön. Wunderschön, gefallen mir super gut. Ich finde die beide sehr, sehr schön. Super, das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Ich bin wunschlos glücklich, muss ich sagen. So, jetzt machen wir wieder mal Armbänder. Und zwar, das wäre das nächste. Das sind so Perlenarmbänder. Perlen gebe ich zu. Perlen erkennst du, ob es echte Perlen sind oder nicht. Das ist, diese günstigen, also ich sehe es zumindest, diese günstigen Perlen, vor allem wenn sie groß werden, das sieht man natürlich. Aber das ist, also die sind sehr, sehr schön, muss ich dazu sagen. Die zwei finde ich sehr cool. Die zwei gefallen mir sehr, sehr gut. Das kleine finde ich auch nicht schlecht. Guckt, das kleine finde ich jetzt auch nicht schlecht. Das kleine Perlending. Das da ist für mich so, ich werde wieder 5 und das ist ein billiges Perlenarmband. Genauso, ich meine, das hat so ein cooles Element, aber ich weiß nicht, billige Perlen, also da tue ich mir einfach ein bisschen schwer. Also das hat so ein, ich versuche euch das irgendwie da zu zeigen, so ein Element, das ist eine Perlenkettchen, also so eins, wo du das so reinsteckst und das ist dann der Verschluss. Also die weiß ich nicht, ob ich die so viel tragen werde. Die hier kann ich euch sagen, definitiv. Die finde ich alle drei sehr, sehr cool. Die finde ich der Hit. Und ganz ehrlich, wenn es so günstig ist, ist dann auch egal. Also wenn du 3 von 5 trägst, dann rentiert es sich, finde ich. Dann ist es vor allem, wenn ich es viel trage. Und ich trage es dann oft wirklich viel. Also ich freue mich, ich habe jetzt so viel Schmuck. Ich bin wirklich wie so ein kleines Kind zu Weihnachten. Ich freue mich gerade enorm über diese schönen Schmuckstücke, die ich alle tragen darf. Also ist wie Weihnachten für mich, muss ich ehrlich sagen. Jetzt machen wir wieder ein paar Ohrringe. Die sind wunderschön. Wunderschön sind die. Also die sind so elegant, finde ich die. Also die sind wunderschön. Also die sind wirklich wunderschön. Also ich kann es nicht oft genug sagen. Ich finde die wunderschön. So, jetzt gebe ich die hier rein. Ja, also Leute, Temo ist der Hammer. Ich habe jetzt dann noch zwei solche Sets mit so ganz vielen Ohrringen. Die werde ich nicht alle reinstecken, weil dann sitzen wir hier bis übermorgen. Aber ich zeige sie euch natürlich. Aber die Sets finde ich auch. Die Sets sind so, so toll, weil du für so wenig Geld kriegst du so viel. Das ist der Hammer. Also die finde ich, auch die Sets sind super mit Ohrringen. Vor allem, ich meine, natürlich soll man seinen Schmuck nicht verlieren, aber ich gebe es zu, ich verliere ihn manchmal. Und da habe ich dann nicht so ein schlechtes Gewissen, weil ich mir denke, weil wenn du dann wirklich was Teures meinst, also mein teuerstes ist jetzt so Swarovski, das ist mein teuerstes Limit sozusagen. Und das sind, oder Ani ist zum Beispiel auch, das ist so wirklich mein teurer Schmuck. Und da natürlich, wenn ich es dann verliere, da bin ich dann wirklich schon, oh mein Gott, also das tut dann richtig weh. Aber hier, natürlich will ich die Sachen nicht verlieren, weil ich sie wunderschön finde. Also man will nie etwas verlieren, das ist natürlich ganz klar. Aber es wird nicht ganz so dramatisch, wie wenn man weiß, okay, ich habe jetzt 100 Euro einfach verloren. Oh, das brennt dann, das brennt. Aber hier haben wir auch diese Ohrringe, die möchte ich euch auch noch angezogen zeigen. Die sind doch auch, sind die nicht super? Und jetzt für den Frühling, die sind doch der Hammer. Also wirklich, wirklich hübsch. Also ich muss sagen, also der Schmuckhaul letztes Mal hat ein paar Flops, aber hier muss ich sagen, also großteils finde ich alles wirklich toll. Also Temo ist so cool. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. So, jetzt versuche ich hier noch diesen Ohrring hineinzubekommen. Seht ihr das? Ist das nicht so süß? Und auch die sind wunderschön. Wunderschön.
wieder toll, toll. Ich freue mich, die zu tragen. Richtig toll. Dann kommen wir zu einer nächsten Sache. Die war nicht ganz so geplant. Und zwar habe ich zweimal dieselben gekauft. Zweimal Hoops. Und ja, das war jetzt vielleicht nicht unbedingt geplant, aber ich finde sie eigentlich recht cute. Ich überlege mir irgendwann mal, meine Lieben, ich muss mal eine Verlosung machen. Ich tue es jetzt hier ankündigen, es wird eine Verlosung kommen. Vor allem, glaube ich, eine Temu-Verlosung, weil ich Temu liebe. Und ihr ja auch. Schauen wir mal. Ich würde jetzt nicht zu groß ist, also eine Schuhverlosung wird eher schwierig. Taschenverlosung könnte durchaus sein. Taschen oder vielleicht eben Schmuck. Schmuck ist natürlich auch immer individuell. Aber dann soll man nur mitmachen, wenn man es natürlich dann wirklich auch haben möchte. Aber auf jeden Fall, das ist mir jetzt gerade nur eingefallen, weil ich hier doppelt bestellt habe. Das wäre schon so ein Verlosungsprodukt eigentlich, was man reintun könnte. Aber da kommen wir noch dazu. Das wird dann erst ein bisschen später. Ich meine, mein Kanal wird jetzt dann bald 4 Jahre alt. Also wäre es dann auch vielleicht bald Zeit, das zu tun. Aber ich habe mir noch nicht überlegt. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich vielleicht eine Action-Verlosung mache. Weil da gibt es nämlich, es gibt Geschenkskarten, die man kaufen kann. Und die funktionieren nämlich auch in Deutschland. Da habe ich nämlich extra mal nachgefragt. Und vielleicht würde ich das machen. Lasst mich gerne wissen. Eher Temu-Produkte oder Action-Gutschein. Lasst mich das gerne wissen, dann weiß ich vielleicht mehr. Jetzt kommen wir zu diesen Ohrringen. Das sind Hoops mit Perlenelementen. Sehr, sehr, sehr hübsch. Ich werde da auch gleich eins reingeben. Ich gucke nur. Achso, das war jetzt der falsche Stapel, sonst kommt das hier in den Müll. Das wäre eher weniger gut. So, und zwar habe ich hier, genau, hier habe ich auch noch Ohrringe. Die sind sehr, sehr, ich glaube, die waren teuer. Ich glaube, das waren eher teuer, also teuer, Temu teuer. Weil die da eben so elegant in so einer in so einer Box kommen. Ich habe auch noch nie so eine Box gesehen, gebe ich zu. So, und zwar, ich würde jetzt da wirklich auch noch einen reingeben. Ups, mache ich das? So, da haben wir auch den. Okay, meine Lieben, ich bin gleich wieder bei euch. Okay, die Hoops sind, das sind große Hoops, aber ich finde vor allem cool mit dem Perlenelement, muss ich sagen. Finde ich cool. Finde ich, ist mal was anderes. Ist nicht dieser klassische Hoop. Klassische Hoops sind natürlich auch schön, aber ich finde das irgendwie, finde ich cool. Weiß ich nicht, ob ihr jetzt den Look dafür so cool findet, aber grundsätzlich sehr cool. Und die sind natürlich super elegant. Super schön. Wieder ein Erfolg. Ich würde sagen, jetzt sprechen wir mal kurz über die Sets. Das war ein Ohrringe-Set. Also diese Sets sind ja so preiswert, meine Lieben. Also die sind, ja, der Hammer. Also das war ein Set. Also hier, die sind in dem Set gekommen. Ich meine, und auch wenn mir vielleicht nicht alle gefallen, aber ich finde grundsätzlich eigentlich, weiß ich gar nicht, also ich finde die super. Also du hast dann so viel Auswahl. Also ich muss sagen, ich muss jetzt dann warten mit dem nächsten Schmuck-Themo-Haul, weil sonst gehe ich über wahrscheinlich in Schmuck. Aber die sind doch der Hammer, nicht? Ich hoffe ja, dass Temu auch Adventskalender rausbringt. Also das finde ich noch cool. So Schmuck-Adventskalender. Ja, okay, es wird eben nur Schmuck wahrscheinlich. Also generell, vielleicht kommen auch andere. Also ich finde das einfach cool. Dann gab es hier noch ein Set. Das war auch ein ganz spannendes Set. Und zwar hat man zweimal, also das hier. Schon, das wäre auch was ich in die Verlosung packen könnte, rein theoretisch, wenn ihr das wollt. Aber gucken wir mal. Und zwar hat man dieses Set, hat man zweimal bekommen. Seht ihr das? Voll, voll schön, nicht? Ist das nicht super schön? Das hat man eben zweimal bekommen. Aber man hat in dem Set auch noch die hier bekommen. Also ich sag's euch, das ist der Oberhammer, was man da... Also, da realisiert man auch, wie viel Geld man früher für Schmuck ausgegeben hat, unnötig. Also, das ist doch toll, nicht? Tolles Set. Wundertoll, wundertoll. Wundertoll. Nein, aber wirklich, die Sets sind der Hammer. Also, die Sets sind wirklich der Hammer. Dann habe ich das halt noch. Ah ja, das habe ich euch schon gezeigt. Das ist nur rübergerutscht. Und zwar habe ich Haarspangen gekauft mit Perlenelementen. Das vielleicht nicht meine Favorites, muss ich dazu sagen. Sie sehen schon ein bisschen billig aus. Plus, was ich nicht so daran mag, sie haben so einen Gelbstich.
Also das Plastik ist gelbstichig und das finde ich jetzt nicht so schön. Ah, die ist jetzt auch kaputt. Ja, das ist blöd. Das kann man vielleicht, dann werde ich reklamieren, weil das ist natürlich wirklich schade, wenn das kaputt ist. Das werde ich dann wahrscheinlich noch ich reklamieren. Also die ist jetzt leider auch kaputt und da ist die kleine. Aber ich muss sagen, ich finde halt einfach, das Plastik ist ein bisschen nicht so schön. Ich werde sie, denke ich, trotzdem verwenden, weil die kann man auch zu Hause. Ich liebe solche Spangen. Einfach die Haare mal weg aus dem Gesicht, das ist super praktisch. Schade, dass die kaputt gegangen ist. Das ist natürlich blöd. Aber kann ich euch dann nächstes Mal auch sagen, wie sie reagiert haben? Ihr könnt es mir natürlich auch gerne unter diesem Video schreiben. Vielleicht weiß ich es dann schon, was Customer Care getan hat. Weil bis jetzt habe ich noch nie einen Complaint oder irgendwas rausgeschickt. Also bis jetzt war ich immer zufrieden. So, meine Lieben, wir sind zum letzten Set angekommen. Und zwar ist das so ein Silber-Set. Wieder kommt so in einer Schachtel. Also ist eher mein... Da wissen wir immer, es ist teuer. Wenn eine Schachtel dabei ist bei Temu, ist es teuer. Hier haben wir diese ganz... auch sehr cheap. Aber ich muss sagen, die im Vergleich zu den Perlenketten... Die finde ich immer schön. Also muss ich ehrlich sein. Die sind, die gehen immer. Okay, da kriegt man zwei Stück von solchen. Also die persönlich, da fällt es, finde ich, nicht so auf, ob die billig sind. Finde ich jetzt persönlich. Das ist jetzt meine persönliche Meinung natürlich. Ich meine, das ganze Video ist wahrscheinlich meine persönliche Meinung, aber trotzdem. Eine Uhr bekommt man auch. Die geht aber... Die sieht, finde ich, auch sehr hochwertig aus. Und die wiegt auch richtig viel, Leute. Also die finde ich richtig schön. Nicht? Die finde ich schön. Ich bin ja kein Uhrenmensch, aber ich finde es grundsätzlich... Ich weiß nicht einmal, wie ich die zusammendingse, diese Uhr. Aber weil ich eben kein Uhrenmensch bin. Ah, ich glaube so, oder? Ups. Okay, ist ja auch egal. Aber ich finde, die finde ich wirklich schön. Eine wirklich schöne Uhr. Also muss man wirklich sagen... So, dann haben wir noch etwas Kleines, kommt hier in dem Set. Sieht so aus wie Ringohrringe, vielleicht sogar eine Kette. Und da haben wir den Ring. Der Ring ist jetzt vielleicht nicht unbedingt meins, muss ich ehrlich sagen. Also, ich weiß nicht, dass das so raussteht, finde ich jetzt, weiß ich nicht. Der weiß ich jetzt nicht, weiß ich nicht. Die Ohrringe sind super süß. Das sind so kleine Steckerohrringe, ich kann es euch vielleicht hier kurz zeigen. Also es sind so kleine Stecker und ich würde sagen, ich stecke da auch einen rein. Eine Kette haben wir ja auch, das ist die passende Kette, glaube ich, zu den Steckerohrringen. Ich tue das mal schnell rein und dann sehen wir es gleich wieder. So sieht das aus, da wäre dann auch der Ring. Kette, sehr cute, Ohrringe auch sehr cute. Ring ist für mich so ein bisschen ein vielleicht. Uhr finde ich persönlich auch wirklich, finde ich auch wirklich schön eigentlich. Also... Ja, und die hat auch ein Gewicht, also ich finde die wirklich auch schön. Die finde ich, das sind natürlich super cheap, aber die finde ich auch irgendwie recht cute. Eigentlich finde ich das recht süß, muss ich sagen. Gefällt mir recht gut, muss ich sagen. Meine Lieben, das war's jetzt. Das waren wieder 100.000 Temu-Sachen. Es hat wieder super viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, dieser Schmuck-Haul war wirklich ein, eigentlich grundsätzlich, außer die Spangen... Und ein paar, also der Ring zum Beispiel und vielleicht auch ein paar von den Ringen, aber grundsätzlich, und die einen Arm, aber sonst grundsätzlich super. Also wirklich toll. Hat mir richtig gefallen und hat richtig viel Spaß gemacht. Richtig, richtig toll. Also ich muss sagen, Daumen hoch, super, richtig cool. Also ich kann gar nichts Negatives eigentlich sagen. Also vor allem, ich habe jetzt ein bisschen gelernt, glaube ich, auch wie ich shoppen muss. Also eher mehr auf kleinere gehen. Die Sets sind super, die Ohrringe-Sets waren bis jetzt immer super. Und eher mehr auf kleinere, feinere Ohrringe zu gehen und auch versuchen, kleineren, feineren Schmuck zu wählen, weil der dann einfach hochwertiger aussieht als wie diese großen, billigen Sachen. Die sehen dann oft eben billig aus. Aber ich muss sagen, richtig toll, richtig toll. Ich habe richtig viele Schätze vor mir liegen und ich freue mich total. Fotos damit zu machen, sie zu tragen, Erinnerungen mit diesen Sachen zu schaffen. Wirklich toll. Richtig toll. Hat super, super viel Spaß gemacht.
Aber jetzt, meine Lieben, ich hoffe, es hat natürlich euch auch gefallen. Bitte lasst mich natürlich die Kommentare und lasst mich alles wissen. Und jetzt würde ich aber sagen, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo habt ihr ein weiteres Video von mir und könnt meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Da würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Da würde ich super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich liebe es wirklich von euch zu hören. Und dann könnt ihr mir super gerne auf Instagram nehmen. Da bin ich natürlich auch für euch da. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!